sind jetzt hier in der Messe Oberwart bei den Sommer Special Olympics Österreich. Wir haben jetzt gerade die Besprechungen gehabt, wie der Ablauf sein wird. Ich werde mit den Vereinigten Arabischen Emirate einspazieren. Also die Stimmung ist großartig, es macht richtig Spaß und eben die Begeisterung bei den Sportlern und bei der ganzen Community hier ist echt aufregend und kann nur echt sagen, es ist eine Top-Veranstaltung. Also das ist wirklich beeindruckend und das sind Momente, die sind echt cool, wenn man die miterleben darf, wenn jemand so alles gibt und voller Motivation ist. War richtig schön, dass ich da dabei sein habe können. Ich bin dabei, eine Strichliste zu führen, wie viele Runden das die Radsportler fahren. So, los geht's, Ladies and Gentlemen, die Athleten. Eben bei den kurzen Start dürfen wir die Athleten quasi an der Hand angreifen. Das ist das Zeichen, wenn wir loslassen, dass sie wegstarten. Und wir haben alle da gesagt, das ist einfach ein Verbündnis sondergleichen. Ja. Einzigartig eigentlich, weil man so diese letzten Sekunden vorm Start mitbekommt und die Nervosität von den Sportlern, es ist einfach ja, einzigartig und toll. Ja. Und die Stimmung hier ist einfach mega, wie man sieht. Also es macht einfach so unglaublich viel Spaß. Ja, das freut mich ganz besonders. Wir haben 46 Personen nur rein aus dem Land Burgenland da, von gestern beginnen bis Montag. Also wir sind wirklich da. Für mich ist es wichtig, weil es einfach eine super Sache ist, hier unterstützen zu dürfen. Diese Freude, dieses Lebensgefühl, was die Sportler da hier leisten, ist ja so bewundernswert. Ich bin das erste Mal bei Special Olympics. Ich bin überwältigt, ich bin fast sprachlos und ich finde, das ist eine Veranstaltung in Österreich, die seinesgleichen sucht. Ja, ich bin als Generalagent bzw. Generalagenturinhaber und als stolzer Unica Arbeiter, Mitarbeiter da und zugleich der Rennleiter. Ich bin dafür verantwortlich, dass kein Auto die Straße kreuzt und das Radrennen stört. Wir dürfen da die Area, also den Schwimmbereich managen und versuchen, das Beste zu geben, dass alles gut abläuft. Im Vorfeld die ganzen Gitter aufbauen, alles was zum Aufbauen ist, an Zelte, Branding, alles was vorzubereiten ist. Ich habe einen unglaublichen Respekt vor den Familien, den ganzen Betreuerinnen und von der Unica-Gemeinschaft, was hier alles gemeinsam an Unterstützung geleistet wird.